Roter Hibiskus, der Göttin Kali geweiht. Hexen nehmen diese Pflanze und zaubern damit. Es heißt, und in dem Volksaberglauben, man darf es eigentlich gar nicht berühren, wenn man es nicht der Kali weiht, denn es könnten böse Geister auf einen überspringen. Man würde auch dem Ganesh das weihen, denn es hat so eine Art Rüssel wie der Elefant, aber nie und nimmer Shiva weihen, denn diese Pflanze hat am Anfang der Zeit gelogen, als ganz am Anfang Brahma erwachte aus der Lotusblüte, zur gleichen Zeit wachte Vishnu auf und da sagte Vishnu, wer bist du? Und Brahma sagte, wer bist du? Brahma sagte, ich bin der Schöpfer. Er sagt, ja, ich bin der große Gott. Und dann hatten sie einen Streit, denn das Ego ist gleich am Anfang der Dinge mitveranlagt. Plötzlich kam eine Feuersäule, Riesenfeuersäule kam, knallte dahin. Und da dachten sie, wer ist denn das? Vishnu sagte, ich will mal in meine Ebergestalt mich verwandeln und tief in die Tiefe graben, um zu sehen, ob ich da unten ankomme. Und Brahma sagte, ich fliege auf meinem Gander hoch und sehe, ob ich die Spitze erreiche. Vishnu flog ganz grub, tief, tief, tief. Da traf er die Urschlange und die sagte, diese Säule hat kein Ende. Du musst aufgeben. Vishnu kam wieder hoch. Brahma ging nach oben, traf die Kuh und die sagte, es hat kein Ende, diese Säule. Aber ich werde dich zwingen zu sagen, ich wäre auf der Spitze gewesen. Und er traf diese Blume und die hat er gezwungen, ein Meineid zu erzählen, dass er oben war und dass diese Blume oben auf dieser Feuersäule war. Kamen wieder zusammen, sagte Brahma, ich bin der Größte, ich war an der Spitze, du hast das Ende nicht gefunden. Bumm, kam Shiva aus der Säule heraus und sagte, Vishnu, weil du die Wahrheit sagst, werden dich die Menschen anbeten. Aber Brahma, auch wenn du Schöpfer bist, du hast ein Meineid geleistet, niemand wird dich anbeten und diese Blume darf nie für mein Puja verwendet werden. Ich habe diese Blume einmal aus Versehen verwendet. Ich bin nach Kalkutta zum Kali-Tempel gegangen. Mir ist Kali erschienen in dreifacher Gestalt, als junges Mädchen, das mich vom Bus abholte, beim Tempel selber, diese Götzengestalt, ich dachte, ach, wie schlimm, aber dann sah ich Kali in Menschengestalt dort stehen, wie die Mata Dolorosa selber. Und dann, als ich den Tempel verließ, war eine alte Frau und ich sah, dass alle waren Kali. Ich geriet in so eine Ekstase, da waren noch kleine Tempelchen mit Shiva Lingams und ich hatte nicht mal meine Hibiskus geopfert. Und ich ging rein in den Shiva-Tempel und legte das auf ein Shiva-Lingam. Und da kam eine ganz saubere Hindu-Familie hinein, so gut bürgerlich. Und die sahen dann diesen haarigen Affen da drin, der so eine auf ein Shiva-Lingam legte. Die waren so entsetzt, erstarrt fast. Aber zum Glück ist Shiva gütig. Sein Name heißt ja der Gütige. Und er hat mir vergeben. Diese Blüte der Kali-Geweiht wird auch von Hexen verwendet für Schwarzmagie. Und wer sie berührt, heißt es in einigen ländlichen Aberglauben, der kann leicht von bösen Geistern befallen werden. Ein Malvengewächs ist es und wie alle Malvengewächse hat es einen beruhigenden, einhüllenden Effekt, also bei Hals, in Schmerzen und so weiter. So kann man es verwenden. Die Engländer nennen es Schuhflower, denn aus den roten Blüten hat man schwarze Schuhcreme gemacht. Also da ist wie Kali selber, in dem Rot ist ein Schwarz verborgen drin. Musik.